Ostafrika in Not. Was tun gegen Hunger, Dürre, Krieg? Im Gespräch Entwicklungsminister Dirk Niebel. Herr Niebel, Ostafrika erlebt eine tragische Dürrekatastrophe in diesem Jahr. Sie waren vor Ort. Mit welchen Eindrücken sind Sie denn zurückgekommen? Nun, was die Hungerkatastrophe anbetrifft, mit verheerenden Bildern. Das sind schlimme Situationen, in denen die Menschen dort leben. Die Hungerkatastrophe und die Dürre sind aber nicht das einzige Problem in Ostafrika, sondern es wird noch dramatisch dadurch erschwert, dass die Fluchtbewegungen aus Somalia durch die Kampfhandlungen dazukommen, sodass insgesamt die Nachbarstaaten von Somalia besonders betroffen sind. Aber Somalia selbst natürlich als allererstes auch. Und da sind die Rahmenbedingungen so, dass das Arbeiten nicht ganz einfach ist. Die Deutschen haben schon rund 100 Millionen gespendet. Ihr Ministerium gibt weit mehr als 100 Millionen. Die islamischen Staaten haben 500 Millionen. An Geld wird es wahrscheinlich nicht mangeln. Aber reicht es im Moment, dieses Geld schon aus, um wenigstens ganz kurzfristig den Hunger zu bekämpfen? Also zunächst einmal bin ich schon stolz darauf, dass die Deutschen so viel Geld gespendet haben. Wir sind damit an der Spitze im internationalen Vergleich. Wir sind auch als Bundesregierung im Moment der größte bilaterale Geber. Allerdings nicht nur für die unmittelbare Bekämpfung der Hungersnot, sondern weil die nächste Dürre kommen wird, haben wir gesagt, wir müssen kurzfristig helfen, dass die Menschen nicht sterben. Aber wir müssen auch mittel- bis langfristig die Strukturen in diesen Ländern so verändern, helfen, dass die nächste Dürre die Menschen nicht mehr so hart trifft wie jetzt. Und deswegen haben wir einen in sich strukturierten, gestuften Ansatz gewählt, der es auch ermöglichen soll, mittelfristig dazu beizutragen, dass ländliche Strukturen aufgebaut werden, die es möglich machen, alleine vorzugsweise mit der nächsten Dürre fertig zu werden. Und nein, das Geld reicht wahrscheinlich immer noch nicht aus. Man muss gucken, welche Möglichkeiten man hat, mit den vorhandenen Mitteln auch tatsächlich Wirkung zu erzielen. Und wir sind in Somalia halt in der Situation, dass wir eingeschränkt tätig sein können. In Mogadischu über das Welternährungsprogramm, im Süden über das internationale Komitee des Roten Kreuzes durch den Roten Halbmond, aber auch mit einigen wenigen GIZ-Projekten, die durch örtliche Nichtregierungsorganisationen durchgeführt werden und im Norden Somalias durch die Welthungerhilfe Diakonie oder Miserio, aber halt punktuell leider nur, nicht so, dass man flächendeckend Wirkung entfalten könnte. Das ist in den Nachbarländern natürlich leichter möglich, aber trotzdem muss man sich die Dimension der Katastrophe vor Augen führen. Allein Kenia hat 760.000 Flüchtlinge aufgenommen. 760.000 Flüchtlinge, stellen Sie sich das mal in Mitteleuropa vor und sagen Sie mir, welches Land dazu in der Lage und bereit wäre. Also es ist auch enormes, was hier geleistet wird. Kenia erlebt das ja seit vielen Jahren und normalerweise tun sich Länder in solchen Flüchtlingskatastrophen auch ein bisschen schwer, Hilfe von außen zu akzeptieren. Wie ist denn die Zusammenarbeit mit Kenia? Das funktioniert sehr gut. Ich bin auch sehr dankbar, dass die kenianische Regierung jetzt den Zugang zu allen in Dadaab gelegenen Lagern ermöglicht hat, dass wir bessere Rahmenbedingungen haben, um die Flüchtlinge zu betreuen. Denn die nicht offiziellen Camps um das offizielle Lager herum sind oftmals auch in Regionen, die, wenn denn dann der Regen kommt, wahrscheinlich überschwemmt werden. Denn der Boden ist nicht in der Lage, das Wasser aufzunehmen in vielen Bereichen, sodass hier auch ein höheres Maß an Sicherheit für die Flüchtlinge gewährleistet werden kann. Es ist nach wie vor natürlich so, dass Kenia berechtigte Sorgen hat. Die berechtigte Sorge, dass die Flüchtlinge in der Region, die ohnehin schon arm und auch trocken ist, bleiben werden. Immerhin gibt es das Lager seit 20 Jahren. Die ist nicht ganz unbegründet, dann diese Sorge. Und wo sollen denn die Somalis zurückgehen? Wohin denn? Und das Zweite ist natürlich die Angst, dass mit den Flüchtlingen auch Al-Shabaab-Terroristen eingeschwemmt werden können, die Kenia entweder als Rückzugsraum oder aber zum Rekrutieren für neue Kämpfer missbrauchen wollen. Diese Sorgen sind verständlich. Und deswegen müssen wir in enger politischer Kooperation mit der kenianischen Regierung auch immer wieder dafür werben, dass wir die Maßnahmen durchführen können, die wir durchführen, dann aber mit der vollen Unterstützung der Regierung. Sie haben ja eindrücklich beschrieben, wie schwierig es ist, Hilfe nach Somalia wirklich zu bringen. Sind Sie da auch manchmal einfach verzweifelt, wenn Sie sehen, dass in einem Land, in dem es Hungermärsche gibt, Hilfe, die möglich wäre, gar nicht mehr reinkommen kann, weil dieser Staat als Staat gar nicht existiert, sondern ein Land von Milizen und Stammeskriegern und vielleicht auch Terroristen nur noch ist? Ja, man fragt sich, wo bei den handelnden Akteuren die Menschlichkeit bleibt. Es ist das eigene Volk, das da verhungert. Und einem vermeintlichen Glauben
geschuldet, verhungert. Das ist schon etwas, was schwer zusammenpasst. Es gab plötzlich eine Idee, die ventiliert wurde, die eher wie der Schrei von Verzweifelten klang, dass man sagt, wir benutzen die Milizen, um Lebensmittel dorthin zu bringen, auch wenn wir wissen, dass dann die Milizen zuallererst sich bedienen werden. Ist das überhaupt eine akzeptable Vorstellung? Nein, ich halte es nicht für akzeptabel. Ich halte es für notwendig, dass ein politischer Prozess beginnt, denn die militärische Lösung hat in Somalia 20 Jahre nicht funktioniert. Deswegen stärken wir mit unserem Engagement auch die örtlichen, die regionalen Strukturen von IGAD. Das wird kaum jemand kennen. Das ist die intergouvernementale Organisation für Entwicklung dort, die aus den Staatschefs im Endeffekt besteht von den betroffenen Ländern, aber mit Sicherheit die politische Stelle, die in der Lage sein könnte, auch Gesprächspartner bei Al-Shabaab zu finden. Denn ähnlich wie in Afghanistan, wo Taliban nicht gleich Taliban ist, wird es auch in Somalia sein. Das Problem in Somalia ist weniger die mangelnde Staatlichkeit, sondern mehr die Clanstrukturen, die viel länger als der Staat schon miteinander verfeindet gewesen sind. Und das macht es mühsam. Das jetzt noch zu unterstützen, indem statt den hungernden Zivilisten die Mittel zu geben, die sie benötigen, dann diese Clanstrukturen noch fett werden zu lassen, das halte ich für einen falschen Weg. Die sind schon ausreichend ausgestattet durch Lösegelder und Sonstiges. Mitte der 90er hat es schon mal eine internationale Intervention gegeben, die gescheitert ist. Dann sind vor ein paar Jahren die Äthiopier einmarschiert, um dem Land wenigstens so eine Art von Grundstruktur zu geben. Ist eine militärische Intervention überhaupt auch als letzter Vernunftweg denkbar? Solange nicht alle zivilen Maßnahmen ausgeschöpft und versucht worden sind, ist eine militärische Option keine. Wir haben ja gesehen, Sie haben selbst beschrieben, dass seit 20 Jahren verschiedene Initiativen gestartet wurden. Die Bundeswehr war ja auch in Somalia engagiert und die militärische Lösung gab es nicht. Deswegen kann es nur eine politische Lösung sein. Was muss man eigentlich in Ostafrika mittelfristig oder auch langfristig tun, um zu verhindern, dass solche Dürrekatastrophen, die ja nicht das erste Mal diesen Teil der Welt heimsuchen, auf Dauer vielleicht weniger schlimm sind? Wir werden keine Dürre verhindern können, sondern wir können nur versuchen, damit besser umzugehen. Und zum Beispiel in Kenia leben 75% der Menschen auf dem Land. Dort leben übrigens auch die meisten der Armen. Und trotzdem ist die Landwirtschaft der wichtigste Wirtschaftszweig, den das Land hat. Wir sehen auch in Kenia, dass es Regionen gibt im Süden, wo sehr viel produziert werden kann. Man aber nicht die logistischen Möglichkeiten hat, aus Mangel an Infrastruktur, teilweise aber auch korruptionsbedingt, diese Lebensmittel in die Regionen zu bringen, wo man sie benötigen würde. Deswegen gehört zur Entwicklung ländlicher Räume eine Vielzahl von Maßnahmen. Einmal das Sammeln von Wasser, was bei uns als selbstverständlich angesehen wird, wenn Sie ein Gartenhäuschen haben, eine Regenrinne und eine Regentonne. Das ist natürlich etwas größer. Führt dazu, dass Zeiten monatelang ausbleibenden Regens überbrückt werden können. Das Bewässern von Feldern, und zwar so, dass man mit den Ressourcen sparsam umgeht, also Tröpfchenbewässerung da, wo die Wurzel das Wasser benötigt und nicht Auskippen von Eimern über die Felder. Das bessere Lagern von Produkten, die angebaut worden sind. 40% Nachernteverluste haben viel mit falscher Lagerhaltung, aber auch mit falscher oder fehlender Infrastruktur zu tun. Und dafür brauchen wir dann auch die Möglichkeit, dass man die Produkte vom Feld zum nächsten Markt bringt. Das heißt also Infrastrukturmaßnahmen kombiniert mit besserer Bildung führt dazu, dass man besser mit solchen Katastrophen umgehen kann, führt nicht dazu, dass sie ausbleiben. Ja. Herr Minister, als normaler Mensch empfindet man, wenn man die Bilder aus Ostafrika, vor allem aus Somalia sieht, neben dem Wunsch zu helfen, auch eine tiefe Ohnmacht. Geht es Ihnen auch so? Ja, gepaart mit Wut. Mit Wut, dass es Menschen gibt, die es noch schwerer machen. Die Hungerkatastrophe alleine hätte schon gereicht. Man hätte nicht auch noch die Kampfhandlungen dazu gebraucht und schon gar nicht die Verfolgung von Flüchtlingen, die teilweise auf bestialische Art und Weise ja auch umgebracht werden auf ihrem Fluchtweg. Herr Niebel, herzlichen Dank fürs Gespräch. Sehr gerne.